hier ist Kirstin vom Reitsimulator flato.de. Das letzte Mal habe ich was zum Thema Viererwechsel gemacht, wie man dann zählen kann. Und beim Reitsimulator-Training ist es so, dass man immer den Schwierigkeitsgrad noch steigern kann, dadurch, dass man die Komplexität erhöht. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie man dann zum Beispiel beim Galoppwechseltraining die Komplexität erhöhen kann und dem echten Reitgefühl angleichen kann, dadurch, dass man zum Beispiel in der Umgebung reitet, wo man dann optische Reize hat. Okay, ich probiere mal mein Glück. So, schon gleich gegen einen Baum drin. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3. Okay, ihr seht, es zerlegt mich. Gut, wir machen einen neuen Versuch. Wir waren beim Thema Viererwechsel mit Zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, gleich mal. Okay. Hier bin ich jetzt rausgekommen und uncool geworden, weil er zugelegt hat. Weil ich ihm eine Zulegkette gegeben habe. Okay. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 1, 2. Okay. Ihr seht, wie das Hirn dann völlig überrumpelt ist von den Anforderungen. So dass wir jetzt erstmal wieder die Anforderungen für das Frau Hennemann-Hirn etwas runterschrauben müssen. Also erst nochmal zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. So, das machen wir jetzt nochmal.
zwei, drei, vier. Drei, zwei, drei, vier. Vier, zwei, drei, vier. Also durchaus auch auf dem Reitsimulator sehr komplex, wenn man es noch nicht so routiniert macht. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal und nehme vielleicht wieder den Wald dazu oder zumindest eine gebogene Linie erstmal. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Okay, that's sweet.